Auch recht typisch an so Sonderstandorten wie eben dieser Schlucht hier ist, dass man am Rand von sowas so Sachen findet, die man auch wieder so umrum nicht so häufig im Wald sieht. Das hier zum Beispiel, ihr kennt bestimmt die Ahornplattform, also dieses typische dreilappige primär. Wenn so ganz kleine filigrane Dinger sind, dann nochmal jeweils so mit so Einzellappen und insgesamt so ein kleines Dingelchen. Meistens wächst auch nur strauchförmig. Hier kann man es auch noch mal ein bisschen hier in die Krone in Anführungszeichen rein. Das Ding ist nicht hoch, hat überall diese kleinen filigranen Blätterchen. Das ist der Feldahorn. Jawohl, ja. Feldahorn ist unsere kleinste einheimische Ahornart. Neulich habe ich mal irgendein YouTube-Video von irgendwem gesehen, der behauptet, es gäbe 200 Ahörner bei uns. Stimmt nicht. Wir haben drei, also Einheimische. Es gibt weltweit jede Menge Ahörner. Da gibt es wirklich jede Menge davon. Deswegen wiederhole ich mich gerade. Egal. Aber wir haben wirklich bloß drei Einheimische, nämlich den Bergahorn, den Spitzahorn, den Feldahorn. Und den Feldahorn habt ihr gerade gesehen. Der häufigste ist der Bergahorn. Der steht auch durchaus woanders als auf dem Berg. Und der Spitzahorn, ja, den gibt's, der wird auch forstlich teilweise angebaut. Aber meistens, also das, was ihr im Wald findet, ist in der Regel immer der Bergahorn. Und der Feldahorn, ja, wie der Name schon sagt, der ist eher mehr so am Waldrand, so Waldfeldübergang zu finden oder halt eben an so bestimmten Plätzchen, wo irgendwas besonders ist. Zum Beispiel am Rand von einer Schlucht. Ja, mittlerweile ist mir auch klar, was die hier gemacht haben. Wenn hier so viel Birke rumliegt, dann war das so eine typische Entbirkungsmaßnahme. Hat man früher auf jeden Fall so gelernt, dass man gerade in so jungen Wäldchen wie diesem hier, das ist übrigens eine ehemalige Sturmbohrfläche vom Sturm Lothar. In so jungen Wäldchen wie diesem hier ist so die erste Maßnahme, die man früher gemacht hat, ist, man geht rein und schneidet die bösen Birken um. Weil die bösen Birken schneller wachsen als alles andere, aber vergleichsweise wenig wert sind. Also außer man ist jetzt Experte für Birkenwirtschaft. Es gibt da schon Möglichkeiten, mit der Birke auch Geld zu verdienen, aber ist nicht so einfach, sagen wir es mal so. Und deshalb muss die Birke raus, weil die in anderen Sachen das Licht wegnimmt. Das ist also so eine der ersten Maßnahmen, die man dann tut, ist Birke rausschneiden. Und da man die eben, wie gesagt, nicht wirklich großartig verhökern kann, insbesondere nicht, wenn es dann so junge ist. Also wenn man Birke verkaufen will, dann muss sie auch hervorragende Qualitäten haben. Gar nicht so einfach, hier durchzukommen übrigens. Ja, und dafür braucht man dann halt schon dicke Birke auch. Und wenn man jetzt wartet, bis sie dick ist, nimmt sie halt, wie gesagt, dem anderen Zeug zu viel Licht weg. Also hier geht es definitiv ums Geld, dass man eben die Birke in jungen Jahren, vergleichsweise jungen Jahren, die meiste Birke rausschneidet. Jawohl, ja. Und hier stehe ich in der Brombeere. Na toll. Es leidet für euch, ich. Wobei, also da bin ich schon durch viel andere, viel schlimmere Sachen durchgelaufen. Da aber mit richtigen Schuhen. Das zu meiner Verteidigung. So, Orientierung. Gehen wir einfach mal in irgendeine Richtung. Irgendwann kommt schon eine Waldstraße. So ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, wo ich hier gerade bin. Aber, boah, bisschen Abenteuer ist auch nicht schlecht. Ein ganz bisschen Abenteuer. Oh, ein Jogger. Praktisch. Da ist also ein Weg. Merk, merk, merk. Also hier liegt überall diese Birke rum. Ne? Birke. Hier, Birke, 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 Birke. Da auch Birke. Ja. Also von sowas kann man sich wirklich ruhig ein Stück wegsägen. Das vermisst niemand. Wobei jetzt so eine lange zusammenhängende Stange, könnte mir schon vorstellen, dass irgendein Brennholzmensch das noch irgendwann mal abholt. Nö, großer Vogel ist mir entwischt. Weiß daher jetzt auch nicht so genau, warum sie es gehandelt haben könnte. Ich hatte schon gehofft, es könnte ein Rebhuhn sein. Die sind ja inzwischen richtig selten geworden. Aber, weiß ich nicht. Werde ich wohl nie erfahren. Schade. Naja, da hat man sogar die Kamera in der Hand und dann begegnet einem ein großer Vogel
und nichts ist. Egal. Ich bin frustriert und gehe nach Hause. Nee, ich bin nicht frustriert, aber ich gehe trotzdem nach Hause, weil ich habe Hunger und ich habe jetzt keinen Plan, wie lang dieses Video jetzt eigentlich ist, weil ich ja immer wieder mal zwischendrin auf Pause gedrückt habe. Und naja, jedenfalls bekommt ihr das so zu sehen, wie ich es gefilmt habe. Ich schneide da nichts dran rum, bis auf vielleicht eine Sache, die wirklich ein bisschen doof war, aber sonst der Rest bleibt drin. Und dann könnt ihr mal sagen, ob ihr damit was anfangen konntet. Ja. Vielleicht noch eine Sache kurz. Also das hier mit diesen rosa Blüten und diesen ja, recht tief eingefurchten Blättern. Weitere Merkmale will ich gar nicht anquatschen. Das ist stinkender Storchschnabel. Den findet man recht häufig im Wald, am Waldrand, da wo halt Licht auf den Boden kommt. Auch bis in den Sommer rein. Also nicht nur eine ausgesprochene Frühjahrspflanze, sondern eben auch im Sommer zu finden. Ist ganz hübsch und daher fällt es den meisten Leuten auch auf. Und ein Baum, der so einen Pfeil hat, nein, der Pfeil ist jetzt erstmal ohne Relevanz, mit so einer längsrissigen Borke. Was meine ich jetzt mit längsrissig? Da kommt der Finger. Hier, seht ihr diesen langen Riss da quasi? Diese Längen, davon gibt es ja mehrere. So eine längsrissige Borke, ganz typisch. Und dann ist es meistens doch ein dicker Baum. Und in den allermeisten Fällen findet ihr unten am Baum auch keine Äste, weil sie jemand abgesägt hat. Das ist eine Douglasie. Man kann es natürlich auch noch diversen anderen Dingen erkennen. Übrigens, wenn ihr irgendwo im trockenen Bereich wohnt, also so um Nürnberg rum oder die Kollegen aus Berlin, ihr braucht gar nicht erst auf Douglasien suche gehen, die wird es bei euch nicht geben. Bestenfalls noch als Parkbaum, der gegossen werden muss. Also dafür ist bei euch zu trocken. Müsst ihr jetzt mit leben. Ach schön, da habe ich auch den Waldmeister gefunden. Waldmeister auch sehr einfach zu erkennen. Hier an diesen lustigen Blattquirlen, die so ja, nach vorne hin ein bisschen breiter werden. Und wenn er blüht, dann hat er hier oben einfach so ein bisschen ganz, ganz, ganz dezentes Blütenzeug dran, das man schon fast gar nicht als Blüte bezeichnen kann, ist aber trotzdem eine. Also beziehungsweise der ist jetzt gerade fertig geblüht. Wenn er so richtig blüht, dann gibt es da schon so weiße, ganz kleine Blütchen, die man dann schon erkennen kann. Das Zeug kann man so verspeisen, wenn man es mag. Ich habe mal zu viel Ahoi-Brause-Waldmeister in Verbindung mit, nennen wir es einfach nicht Wasser, getrunken. Und seitdem wird mir schlecht, wenn ich Waldmeister auch nur intensiver rieche. Ja, das Studentenleben, ne? Ja, was gibt es hier noch so Schönes zu sehen? Da hinten ist auch der Waldrand, da werde ich jetzt auch gleich draußen verschwinden. Und sobald ich nicht mehr im Wald bin, höre ich natürlich auf zu filmen, weil ich dann ja nicht mehr kompetent bin. Ja, hier haben wir auch nochmal eine olle Douglasie. Da haben wir noch eine olle Douglasie. Die ist auch wieder geastet, einfach damit es dann wertvolleres Holz gibt, weil die auch so schnell wachsen, dass sich das echt lohnt und man eine lange astfreie Schaftlänge erreichen kann. Douglasie ist schon ein toller Baum, also ich bin ein großer Fan von, habe meine beiden Abschlussarbeiten übrigens auch drüber geschrieben. Also zumindest anteilig über die Douglasie. Das ist schon was Schönes. Ich mag die. Naturschützer mögen die weniger, weil die auch wieder aus Amerika eingeführt ist. Aber über die Douglasie mache ich euch irgendwann mal ein Scientific Special Forstwissenschaft der Douglasie, irgendwie sowas. Also wirklich wissenschaftlich basiert, weil wie gesagt, meine beiden Abschlussarbeiten habe ich über das Ding geschrieben. Ich kenne mich mit dem Baum wirklich am besten aus von allen Bäumen, kann da jede Menge zu erzählen. Selbst für meine Verhältnisse kann ich dazu vergleichsweise viel erzählen. Also noch mehr als zu allem anderen, außer Pilzen und Käfer. Habe ich schon mal erwähnt, dass Pilze und Käfer so die beiden Sachen sind, wozu ihr mich nichts fragen dürft? Zu Pilzen werde ich leider doch ab und zu mal was gefragt. Ich mache irgendwann auch mal ein bisschen ein Pilzvideo, aber nur ein bisschen ein Pilzvideo. Also bei Pilzen habe ich nicht aufgepasst, weil Pilzkunde in der Uni sieht so aus, dass man irgendeinen Pilz unter dem Mikroskop anglotzen darf und dann irgendwelche tollen Pilzhyphen, also diese Fäden, Pilz ist ja einfach nur so ein Fadengewebe, einfach ausgedrückt,
sich unter dem Mikroskop anguckt und nach irgendwelchen Orosporen und Sporangien und sonstigen Zeug sucht und alles, was unter dem Mikroskop passiert, finde ich ziemlich langweilig und deshalb war Pilzkunde nie so meins. Also man rennt da nicht in den Wald und guckt sich irgendwelche Fruchtkörper an, es geht schon um den eigentlichen Pilz. Ne? Das, was wir aus der Erde rauskommen haben, was von Pilzsammlern gesammelt wird, ist ja bloß der blöde Fruchtkörper. Der Pilz ist ja im Boden, den sieht man ja gar nicht. Was wollte ich euch eigentlich gerade zeigen? Ah ja, Boden. Das da, also das da mit den Nadeln, nicht das andere da. Was ist das eigentlich? Junge Hainbuche? Ja, junge Hainbuche. Also junge Hainbuche knicken wir mal zur Seite. Das hier ist eine junge Douglasie. Nur, dass ihr mal wisst, wie die in Miniatur aussehen. Jawohl, ja. So schauen die aus, wenn sie noch ganz jung sind. Kommen hier also durchaus auch natürlich welche nach, aber das ist auch ein recht Douglasien-dominanter Bestand. Von Invasivität kann keine Rede sein. Also die Naturschützer behaupten dann teilweise, die würde sich einfach massenhaft ausbreiten, völlig unkontrolliert und man könnte nichts dagegen tun. Aber wenn man sich immer ein bisschen umguckt, das ist der eine Douglasien-Schößling jetzt hier. So viele von denen hat es jetzt auch nicht. Also die Naturverjüngung von anderen Baumarten, hier das da hinten zum Beispiel, wobei das ist gar kein Baum. Das da, das ist ein Baum, eine junge Hainbuche wieder. Also davor ist deutlich mehr vorhanden als Douglasie. Da muss man sich sicherlich keine Sorgen machen, dass die Douglasie hier überhand nimmt. Da haben wir einen Farn. Ich kenne mich mit Farn übrigens auch nicht so gut aus. Ah, und wenn ich dann das Douglasien-Video, also Baumwissen für Bushcrafter Douglasie mache, könnt ihr euch jetzt schon mal merken, dass das hier ein Douglasien-Zapfen ist. Die sind recht klein und unspektakulär. Also wenn man bedenkt, wie riesig der Baum werden kann. Also auch bei uns, der höchste Baum Deutschlands ist eine Douglasie. Ich glaube mittlerweile 64 Meter oder was. Also beeindruckend. Steht bei Freiburg. Die Zapfen sind relativ klein. Ja, und so ein weißer Strich am Baum, also hier bei uns im Wald, markiert ja eine Rückegasse bzw. Maschinenweg. Das hier ist eine Rückegasse bzw. Maschinenweg. Also auf dem Ding kann man jetzt schon ordentlich mit schwerem Gerät unterwegs sein. Jetzt weiß ich nicht, ob es ursprünglich mal als Maschinenweg konzipiert war. Es ist definitiv als einer nutzbar. Ein Maschinenweg ist quasi eine bessere Rückegasse und eine Rückegasse ist einfach im Prinzip nur ein baumfreier Streifen, bei dem man auch mit schwerem Gerät durchfahren kann, aber nur kurzfristig halt eben. Während ein Maschinenweg schon für noch schwereres Gerät und langfristig einfach immer befahren wird. Während so eine Rückegasse, die kann auch relativ schnell wieder zuwachsen. Aber ja, das ist alles noch ein bisschen komplizierter, als ich es hier darstelle. Ja, das hier ist jetzt übrigens eine wirklich wertvolle Kirsche. Also der bringt Kohle bis da, wo dieser eine Ast da abgeht. Da wird es dann nicht mehr ganz so wertvoll sein. Beziehungsweise hier bei diesem Knubbel ist auch schon fragwürdig. Aber bis dahin ist er toll. Hier letzte Sache für heute, der Sauerklee. Der ist ganz gut essbar, schmeckt halt säuerlich, deshalb heißt er auch so. Und allzu große Mengen sollte man davon nicht futtern, weil er halt wieder Calciumoxalat enthält, beziehungsweise Oxalsäure. Eins von beiden ist das Abbauprodukt im Körper und das andere ist das, was tatsächlich in der Pflanze drin ist. Ich kann mir nie merken, was was ist. Ich glaube, damit könnt ihr leben. Jedenfalls, wenn ihr riesige Mengen davon futtert, dann wird es ein bisschen ungesund. Aber so hin und wieder mal ein bisschen dran knabbern, das ist überhaupt kein Thema. Das kann man gerne tun. Nur, das sind ein bisschen ältere Blätter. Die sind mir jetzt zu alt. Das muss ich mir jetzt nicht geben. Ich bin ohnehin jetzt nicht so der Grünzeugfreund. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Hier noch was ganz Wichtiges. Ich weiß, ich wollte jetzt eigentlich beim Sauerklee Schluss machen und jetzt Tschüss sagen, aber das ist wichtig, denn mein Botanikprofessor hat darauf hingewiesen, dass wenn man schon ein Herz und Buchstaben in einen Baum ritzt, dann soll man doch auch bitte eine Buche nehmen, weil da lohnt sich's wenigstens. Weil bei Buche bleibt die Borke in dieser Form die ganze Zeit am Stamm, so alt die Buche wird. Heißt, wenn man das Herz eingeritzt hat, sieht man das auch nach 200 Jahren, sagen wir mal die Buche wird 200, immer noch. Heißt, das ist, lohnt sich dann wenigstens. Wenn man das zum Beispiel an eine Fichte oder Kiefer reinritzt, die ihre Borke, eine Schuppenborke, die äußeren Schuppen immer abwirft, während dann neue Schuppen nachwachsen und in den neuen Schuppen ist natürlich kein Herz mehr reingeritzt. Demzufolge lohnt sich das nicht und das Herz ist nach 20 Jahren spätestens nicht mehr zu sehen. Hier hingegen, da hält es halt wirklich lange und da lohnt sich das dann immerhin. Hat unser Botanikprofessor tatsächlich so gesagt. Ich bin natürlich kein Freund von Herzen in Bäume ritzen.
Tatsächlich, wenn man das nicht allzu tief ritzt, der Buche hier hat es nicht geschadet. Die hat das alles wunderbar zugewachsen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Also die leidet da nicht drunter, aber naja, wer auch immer HW und WU sind. Wobei ich mich jetzt doch frage, ob WH und HU, WU und na, wer auch immer, jedenfalls die beiden noch zusammen sind. Oh nein, und wenn ich jetzt noch einen Schritt tue, also hinter mich, dann verlasse ich den Wald. Das heißt, meine Kompetenz endet hier und ich kann auch aufhören, dummes Zeug zu erzählen und halte jetzt die Klappe und verlasse den Wald und gebe meine Streuobstwiese, naja, nicht meine. Ein Teil davon tatsächlich sogar wirklich, da haben wir einen Acker. Aber hier jetzt erstmal per se nicht und da gehe ich jetzt drüber und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich mir was Leckeres zu essen und wünsche euch einen schönen Abend und wäre für einen Kommentar dankbar, der besagt, ob ich sowas nochmal machen darf oder bloß nicht. Sieht man mich überhaupt einigermaßen? Mehr schlecht als recht. Jetzt ja. Ja, aber wie gesagt, macht's gut. Das Ganze war ein bisschen chaotisch, aber wie gesagt, bin gespannt auf eure Meinung. Schönen Abend.